Moin Leute, willkommen zurück zu Banjo-Tooie und wir gehen heute in Richtung Finale. Letztes Mal haben wir schon alles so weit geöffnet, dass wir jetzt auch wirklich quasi das Spiel abschließen können. Und auch gut ausgestattet mit den Sheets, die wir letztes Mal noch eingegeben haben, mit dem Fallproof-Sheet zum Beispiel oder mit dem Honeybag-Sheet. Die werden sicher nützlich sein. Ich glaube, der Fallproof-Sheet nicht mal so sehr, zumindest nicht beim finalen Kampf. Aber der finale Kampf wird wahrscheinlich eh nicht heute folgen. So viel schon mal vorweg. Aber wir werden jetzt erstmal Richtung da hochgehen. Warte mal, wo? Da, ich brauch die Profi-Plop-Show. Wo sind die denn? Waren die hier am Ende? Ich glaube schon, ne? Da hinten, glaube ich, in der Ecke waren die. Ja, da hinten sind sie. Alles klar. Und die Kollegen machen wir mal platt eben. Das ist ja gleich im Weg. Auf geht's. So, wir werden hier ein bisschen abkürzen natürlich. Nicht auf dem Rohr bleiben. Wenn es denn überhaupt geht. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir da hochkommen. Wahrscheinlich muss man das sogar, oder? Ne, es tickt doch nicht mal ansatzweise. Oh, reicht schon, danke. Aber ich könnte, glaube ich, irgendwo eine Sprungplatte aktivieren, damit wir nicht mehr die Profi-Plop-Schuhe brauchen, genau. Hier nämlich. Zack. Und jetzt können wir einfach da hochspringen, an die Stange. Ja, wir werden wahrscheinlich eh nicht mehr so wirklich brauchen, aber was man hat, hat man, ne? Auf geht's hier, Leute. Auf zum Hexenkesselkerker. Oh, ist das hier dramatisch, die Musik. So, und ich erstmal hier die Dings. Und dann müssen wir uns trennen, um da rüber zu kommen. Habe ich jetzt echt volles Leben? Ach, wegen Honeybag bestimmt. Dass der einfach direkt voll ist, weil es eh aufgefüllt würde. So, Banjo ist fertig. Sie kommt auch easy rüber. Ein Solo-Segler. Perfekt. Spätestens hier weiß man, muss auf jeden Fall jetzt die Welt betreten haben. So ein Leerkruzern vor. Warum? Ah, ich muss glaube ich noch mal hinten rum. Warte mal, einmal umgucken, ob hier noch irgendwo was ist. Hier war der Grabbohrer, der ist hier durchgekommen. Ist ein Mini oder was? Du kleiner Drecksack, verpiss dich. Sackgesicht. Ah, da haben wir's. Auf in Grunties Gemäuer, ins Hexengemäuer. Wir haben ja auch noch die Schwestern dabei, darf man auch nicht vergessen. Den Geller und Blobel da. Nicht Brenntilda, die ist die gute Fee, die leider im Spiel nur einmal quasi als Easter Egg in Phantoms Fundgrube zu sehen ist auf dem Bild. Oh, was haben wir da hinten? Kerkerlobby. Ein Fragezeichen. Hey, Kazooie! Es scheint niemand hier zu sein. Und ob! Die Musik hat sich geändert. Immer wenn das passiert ist, endet das mit einem Kampf. Da hat sie recht. Ja, Klungo-Move-Herrin, Wanti Fluff verteidigen. Klungo, Diener in einer Berufskrise. Nützt es denn nie? Klungo klug, hat viel gelernt, hat neuen Trank. Ist ja so lustig wie all die anderen? Ja, Klungo denkt nicht. Mufti wirf mal gewinnt, von Terran verfüttert mich an Monster. Junge, hau doch einfach ab. Vergiss doch die Hexe einfach. So, er wird diesmal unsichtbar? Ja. Ja, clever Klungo. Oh. Über echt fies, aber wir werden die Honeybag schießen, deswegen kein Problem. Getroffen. Verarscht. Eigentlich kann man den. Oh, der kann das erzielen jetzt. Er hat doch keine Chance gegen uns. Sagt der nächste Treffer. Hält der wieder drei Treffer aus oder diesmal mehr? Hält der wieder mit seinem Urin, ey. Mit seinem abgefüllten. Aua. Nee, der hat wieder nur drei Treffer aus, der Trottel. Immer noch ein Schlappschwanz wie eh und je. Aber wir können jetzt weitergehen. Klunguf, den etwa pfifft nach Kämpfen mit Bär und Vogel. Und das wäre? Klungo wird immer höflicher. Frau Klungo mag mich jetzt nicht mehr. Der Frau? Klungo hat genug. Und so verlässt der Gwanti. Mit Herrn Gwanti fiel die Zukunft nicht rufig auf. Keine Aufsicht auf Beförderung. Keine Freifahrt. Keine Befahrung. Klungo fühlt sich jetzt einfach ein Freifahrtflop. Vielleicht erfindet Flöte viele.
Da klingelt was für mich. Ich hab zwar noch nie den Xbox 360 Titel gespielt, Schraube locker, aber ich glaube, er hat da wirklich eine Spielshow oder so. Oder irgendein, irgendwas, das. Warte, wo muss ich jetzt lang? Ja, da geht's raus, okay. Sind ja eh voll, ne? Ist ja egal. Hier geht's weiter, Leute. Auf zur nächsten Etappe des Finales. Das war's noch lange nicht. Tower of Tragedy, das Tragödie-Turnier ist, Leute. Das dürfte euch bekannt vorkommen, so einsatzweise. Denkt mal an Gottis volles Fan aus Banjo-Kazooie zurück. Danke, vielen Dank. Ich bin Gonti, eure Gastgeberin. Herzlich willkommen zu meinem Tragödien-Turm-Quiz. Dann erkläre ich euch mal die Spielregeln. Wer in den drei Runden mit Fragen zum Allgemeinwissen die niedrigste Punktzahl erreicht, wird eliminiert. Richtige Antworten zählen 2 Punkte. Mit einer falsch beantwortete Frage eines Mitstreiters von einem anderen richtig beantwortet, erhält man dafür nur 1 Punkt. Eine falsche Antwort gibt 2 Punkte Abzug. Drückt B, um den Summer zu betätigen. Buzzer. Und A, wenn ihr antworten wollt. Könnt. Kommen wir also zu unseren heutigen Opfern. Ich meine natürlich Wettstreitern. Zur Linken begrüßen wir meine hirnreißende schlanke Schwester Ningella. Zur Rechten sehen wir meine liebliche, wohlgeformte Schwester Lobelda. Wohlgeformt. Und in der Mitte irgendein lausiger Bär namens Banjo. Was mit Kazooie? Enemy. Beginnen wir mit Runde 1. Welchen Zauber wendet man beim Hexex-Pack an? Energie. Ich könnte natürlich mitraten, aber ich muss hier hin und machen, Leute. Ich kann es nicht warten diesmal. Welche Farbe hat man bei schwächlicher Attacke mit dem Sturmstab? Rot, rosa, oder? Jawohl. Gut geraten. Welche Farbe hat Banjos Hose? Gelb. Auch wenn man sie gerade nicht sieht. Okay. Aber man sieht sie ein bisschen, okay. Hier ist eine Szene aus dem Spiel. So, Leute, direkt angucken. Wo ist das? Ich weiß wo. Wir haben extra nochmal hochgeguckt, zum Glück. Als wir da waren. Ist die Frage. Welche dieser Zeichnungen ist korrekt? Oh, großer Bösadino, shit. Wer weiß es? Na, 2 Punkte Abzug, shit. Großer Bösadino, oder? Mighty Evil Dinosaur. Ah, ich habe auch drauf, verdammt. Ich schätze, das gibt 1 Punkt. Schaut euch diese Szene an. Jolly Watcher in der Spelunke. Lass die Zeit ein bisschen ablaufen, einfach, ist doch egal. Ich hab's nicht eilig mit den Punkten, ehrlich gesagt, gerade zumindest nicht. Kann ich natürlich nur ändern. Wie viele grüne Flaschen standen auf dem? Ja klar, das weiß ich auch, hab ich es auch gezählt. Ihr könnt mal zurückspulen und einfach zählen, aber sie hat's ja eh richtig geraten, die gute Mingella mit 10. Seht auf dem Bildschirm! Das ist im Pterodactylus-Land. Das weiß ich, da war nämlich ein leere Honig, war aber da oben. Irgendwo in der Ecke. Wie heißt dieser Ort im Pterodactylus-Land? Falle Wasserfallpassage dann. Miete! Verdammt, jetzt hab ich Arschkarte gezogen. Wasserfallpassage. Flusspassage doch, okay. Ja, naja, das ist 50-50. Und welcher Figur aus Jetforce Gemini gibt es ein Poster in der Quanti GmbH? Ich weiß die Namen von den Leuten nicht. Alter, die gibt es jetzt richtig ab hier. Nicht schlecht. Welches Utensil findet man nicht in der Klunkerkraftmine? Schon Generator. Na, bitte blöd. Nicht ein anderer. Pressluft da mal. Das muss ich hinmachen. Ich hab gerade echt die Arschkarte. Zugschieden sieht man auf jeden Fall durch Chaffee. Allein schon. Ich gebe euch 1 Punkt. Welches Produkt findet man nicht in der Mülltonne im Wolkenwunderland? Oh. Weiß ich auch nicht. Miete, ein anderer? Die Milchtüte gab's aber. Ich gebe euch 1 Punkt. Wie heißt der Jinjo-König? Jingaling. Singalong. Nicht schlecht.
fehlt auf dem Bildschirm. Jetzt ist egal, ich muss nur vor dir einbleiben. Ich versuch mein Glück. Eine Unterhose. Ach, was er nicht anhat. Schwachkopf! Ein anderer? Was trägt diese Figur nicht? Ja, super. Eine Krawatte. Auch höchste Zeit. Runde 1 ist beendet. Offenbar ist Schwesterchen Bobelda so dumm wie Dick und ihr Rückstand von minus 1 so niedrig wie Eko. Hier ist dein Trostpreis, Blobby. 100 Tonnen, ne? Eine Tonne. Glück gehabt nochmal. Matsch bist du. Zeit für Runde 2. Welche Marke steht auf der Flasche in der Mülltonne des Wolken Wonderland? Anders. Boah, keine Ahnung. Sehe ich da Angstschweiß? Wie viele Töchter hat Tap-Tap in Jolly Rogers Lagune? Hat dir das gesagt? Lass ich gelten. Bruder beschwert sich Lokus in der Quantigen. Ja, verstopft. Er war verstopft. Du bist du Besserwisser. Wie heißt der Vogelcharakter in der Boah, komm, wie schön ist die denn? Gut geraten. Welchen Zauber wendet Momo in der Gravitation. Levitation, meine ich. Stimmt. Lass ich gelten. Seht auf dem Bildschirm. Knochenbrecher-Scooter. Wie ist die Frage? Ich weiß nicht, wie die Frage ist. Zum Knochenbrecher-Scooter. Gut geraten. Welchen Ruf lernt man in Jolly Rogers Lagune? Frühtorpedo, jawohl. Na gut. Welche Farbe kommt im Kabelsalat der Quantum ja nicht vor? Weiß ich doch nicht. Hab ich nicht alle gesehen. Ich würde sagen schwarz, aber... Gelb gab's auf jeden Fall. Ja, war klar irgendwie. Gut geraten. Wie oft ist Klumbo von Benjo besiegt worden? Dreimal. Nicht schlecht. Was sieht man im Hintergrund des Quiz? Logos da drüben. Ach du, eine... Hä? Was weiß die Antwort? Die hab ich bisher nicht gesehen. Was die geantwortet hat. Hier ist eine Szene aus dem Spiel. Ein Blitz, ne? Das sind Wumbas Fickfarm. Eine von den Plakaten, die da hingen. Wie viele grüne Pfeile waren es? Ach du Scheiße, hab ich doch nicht gezählt. Keiner. Okay. Das war keine Szene, okay. Hier ist eine Szene aus dem Spiel. Das ist auch im Hex-Park bei den drei Viechern eben. War es das am Bahnhof? Nee, bei den Viechern war es eben. Bei Gobi und so. Welche Farbe hatten die drei Monsterköpfe? Oh, sie hat falsch geantwortet. Donkkopf, ein anderer? Ja, Rotknut Lila. Auf, bist du blöd? Das war einfach. Seht auf dem Bildschirm, ich hab... War der alle nicht lila? Der eine Kopf? Ich weiß, wo es ist. Klunkerklopfmine auf jeden Fall. Jetzt, wie viele Rauten sind da zu sehen? Welche Form haben die Orangspinnenflügel? Okay. Wie viele Figuren waren an der Einleitungssequenz beteiligt? 7. 8. Ich bin durch, ich bin weg. Das war's und tschüss, Banjo. Ist der so mal defekt? Ja, ist toll. Verkackt. Du kannst dich verlassen, blöder Bär. Du hast, wie man so schön sagt, verloren. Ja, leider. Game over. Quasi. Ist ein Leben weg. Komm von vorne in den Scheiß, ey. Kacke. Was willst du gegen Mingella nochmal ran? So, nee, dafür müssen wir mal alles machen hier. Man probiert den Tim Quiz. Ist egal, Leute. Ist doch lustig. Man kann mal verkacken hier, oder? Ist aber einfach ein ultra fies, sag ich euch. Eigentlich. Hand halt hier. Ach nein, wen haben wir denn da? Da haben wir Runde 2 nochmal für den nutzlosen Bären. Doch nur Runde 2, sieht er mal. Welches Problem hat Tigler? Sehfehler. Wie schlecht. Nicht schlecht. Wie viele Wassertanks sind in der Wasserdepot der Glockenplusspiele? 2. Okay.
seht auf dem Bildschirm. Einer, wo die Stichelseite drin war und einer der Junjo, ne? Glaube ich, oben drauf. Das ist das Käsestück. Die hat schon gedrückt, die Alte. Ach komm. Was, manchmal sind die Fragen so einfach. Ist eine Szene aus dem Spiel. Stimme war falsch, sorry Leute. Da drücke ich jetzt direkt, das werde ich gleich fragen, ist wie eben. Oh, ich weiß die Frage nicht. Nicht die Tür zu rechnen. Lass dich gelten. Wie heißt meine eher volumnöse Schwester? Lubelda, Grubella. Auch ein geiler Name. Du besser wissen. Was ist ungewöhnlich an Meister Puzzlo? Sein Kopf sieht aus wie ein Puzzlo. Du besser wissen. Hier ist eine Szene aus dem Spiel. Leider keine Hörproben diesmal, oder zumindest habe ich nicht gesehen. Na gut, das sind gelbe Pfeile zu sehen, zugegeben. Irgendwie ein pinker Kreis, der zweite von innen. Keine Ahnung, was die jetzt wissen will. Was sieht man an diesem Teppich? Nur was wegfahren. Na gut. Wie heißt der Fun? Ah ja. Fundus. Clever Leaf. Du besser bist du. Wie heißt Johnny Rogers Partnerin? Ja, frohe Froni. Die heitere Hertha, die lustige Lucy. Lass dich gelten. Wie heißt der Athlet im Fall? Mit Herfit? Da sind die Folgen richtig einfach, oder? Lass dich gelten. Seht auf dem Bildschirm. Haben wir so eine Schwierigkeit runtergedreht, ne, so ganz plötzlich. das dürfte Pterodactylus dann sein. Finde ich Honig war aber eigentlich. Wie viele stürzt? Hab ich nie gezählt. Erbsen? Hier ein anderer? Nein, ich drück nix. Arschlecken. Muss ich ablaufen, die Zeit. Ach, rechts ist für die Antwortzeit noch. Okay, jetzt seh ich's. Okay, jetzt versteh ich's. Daneben. Wie viele Jahre lag man die... 2. Besser wissen. In welchem dieser Orte im Waldland wurde Muffo? In der Mülltonne. Ich drohe, ich spreche nicht. Nicht schlecht. Welche Farben hat der Elektromagnet in der Quanti GmbH? Rot und weiß. Nicht schlecht. Alter, ich 4-4-20 zum Lichtbau, du geht's gar nichts mehr. Welchen Move können Kusui nur ausfinden, wenn Ben schon nicht dabei ist? Ja, grün. okay. Seht auf dem Bildschirm. Mach ich. Fundus. Ah, pass auf die Hexe. um die Puppe jetzt, pass mal auf, darum geht's. ich sag's euch. Wo ist das zu sehen? Jolly nee, Infundus von Grube. Okay, dann doch nicht. Okay. 28 zu 0, Leute. Und jetzt weiß Bandit. Schwesterchen Miguela wurde offensichtlich auch von diesem nutzlosen Bären geschlagen. Und tschüss, Mingi. Blobby, Mingi, Guanti. Es gibt auch noch eine Runde, nicht zu vergessen, ne? Die Schnellwarte-Runde oder was? Hör jetzt gut zu, Dumpfbacke. Ich ändere die Regeln für dich, für die letzte Runde. Damit es schwerer wird, werde ich euch die Antworten erst zeigen, wenn ihr den Summer betätigt. Wenn ihr die Antwort nicht wisst, dürft ihr Z drücken. Die nächste Frage hören. Ihr müsst einen netten kleinen Punktestand innerhalb der vorgegebenen Zeit übertreffen. Ich wünsche euch herzlichst alles Schlechte. Los geht's. Banjo ist matt oder Guanti ist platt. Die letzte Runde. Wie heißt die Welt 1? Maya aus Simple. Nicht schlecht. Wer hat einen meiner Preise aus dem Quiz des ersten Spiels Guantis Furnace Fun? Fundus. Hab ich gerade gesehen. Na gut. Welche Farbe hatte das Shinjo-Haus, das niedergewalzt wurde? Grau. Lass ich gelten. Welches Utensil findet man nicht in der Klugabluft? Presslufthammer. Gut, das war die Frage gerade schon hatten. Lass ich gelten. Welche Farbe hat die Beleuchtung der dritten Etage im Aufzugsschacht der Kontingent? Ja, keine Ahnung. Zu schwer, was? Von welchem Charakter besitzt ein Alien-Kind eine Minipuppe? Jinjo. I'm Jinjo. Lass ich gelten. Was ist ungewöhnlich an Nobos Schädelhaus in der Quantigen Mirror? Das ist doch ein Teil, oder? Du Besserwisser!
Was hält das Alien-Mädchen in den Steinhagelgipfel fest? Ein Laser für eine Haarbürste, ein Spiegel. Nee. Eine Haarbürste, oder? Nicht schnell genug. Oh fuck, das ist doch gut verloren, oder? Was hat die Majors-Smaragdschlange nicht getan? Benjo gebissen. Na gut. Was sieht man im Hintergrund des Quiz? Los, hat ein Blitzschlag. Du Besserwisser! Haben wir die Frage nochmal gehabt? Wofür hat Boggy der Eisbär das Schlittenrennen aufgegeben? Fürs Fernsehen. Gut geraten. Wir haben es geschafft. Welchen Ort gibt es nicht im Tridaklusland? Nächstes ist schwerer. Wie hat dir Gobi in den Steinhagelgipfel geholfen? Er hat den Brutum, er hat den Zug abgekühlt. Was ist gelten? Waschipunkte. Was findet man im Käsestück im Wammelland? Tomaten, Zwiebeln. Nicht schlecht. Was passiert in Madame Quantis Zelt im Hex-Hex-Park? Wahrsagerei, eine Trinkgelage. Ja, Wahrsagerei. Gut geraten. Welches Problem hat der Dinosaurier, der in dem See innerhalb des Berges im Pterodactylusland lebt? Ja, du es. So. Auch weh. Schlingo meint die. Schlingo ist Magenplan. Ist die Kombination von entsprechenden Safe im Waldmodelland? 1984. Nicht schlecht. Welche Hilfe erhält Benjo vom Zauberbuch Shito? Cheats. Verschenkt Cheats. Na gut. Das war's, Leute. Was braucht der nette Ugel-Ugel im Terrenaklusland? Futter und Hitze. Ach, die könnte ich mal beantworten. Okay, ist egal. Sehe ich da Angstschweiß? Die letzte Runde ist beendet. Ich lächerlicher Punktestand den... Hä? Was soll das denn? Das kann nicht stimmen. Das Punktezählsystem muss kaputt sein. So viele Punkte kannst du gar nicht haben. Das darf doch nicht wahr sein. Ich annulliere den Sieg aufgrund technischer Mängel. Ja, ist klar, du schlecht verlierst. Oh je, und was jetzt? Ich weiß nicht. Irgendwelche Vorschläge? Du könntest dich feige davon machen, wie in Banjo-Kazooie, bevor wir dir in deinen knochigen Hintern treten. Ja, das könnte ich. Danke, du Superhirn. Glücklicherweise habe ich mir genau dafür eine Rakete hier eingebaut. Ich warte oben auf euch, wie letztes Mal. Diesmal werde ich abstürzen. Ähnliches Schema wie letztes Mal. Du, diesmal wissen sie, dass sie noch kämpfen müssen. Diesmal ist es nicht so überraschend wie im ersten Teil. Korrekt. Komm, Kazooie. Finden wir heraus, wohin diese Tür führt, die gerade aufging. Glaubst du, das Spiel ist jetzt zu Ende? Ich glaube nicht. Es gab noch keinen Abspann. Stimmt. Okay, gehen wir. Dafür gibt's jetzt schon den ersten Abspann wahrscheinlich wieder. Oh, die Tür ist noch runtergefallen. Genau, jetzt geht's nämlich zum Bildschirm und... Der erste Abspann kommt. Banjo-Tooie wurde ermöglicht durch... sehr, sehr viele hervorragende Entwickler, die großklassig bei Rare arbeiten, heutzutage. Das Banjo-Tooie-Team. Edge Jinju Brian, Will Pazza Brian, Kiwin Klungo Connell. Leute, das Spiel ist zwar noch nicht zu Ende, aber ich kann ja mal, bevor ich jetzt den ganzen Namen vorlese... Klein... Savatoro Frucht, alles klar. Wer ist Frucht? Spezielles Frucht im Spiel. Kleines Fazit schon mal abgeben. Leute, was soll ich sagen? Banjo-Tooie ist halt trotz... auch wenn es ein paar Schwächen hat, muss ich sagen. Logisch. Also vor allem aus heutiger Sicht hat es ein paar Schwächen. Aber auch damals schon. Wobei die Schwächen sind, die ich jetzt nennen will, die sind einfach nur... entweder unfair oder einfach nur herausfordernd. Deswegen ist es eigentlich keine Schwäche. Nur weil man, wenn man 100% machen will, mal ein bisschen schwierige Sachen machen muss. Die Schwächen, die ich meine, sind tatsächlich auch dieses Backtracking kann auf Dauer doch recht nervig sein, tatsächlich. Oder ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Da muss ich sagen, das gefiel mir in Banjo-Kazooie doch besser. Dass man quasi jedes Land oder jede Welt abschließen konnte sofort. Außer eben, je nachdem, wo man anfängt, Gobi's Valley oder Freezy Peak. Da musste man einmal rennen, um die Move zu und dann wieder raus zur anderen Welt jeweils. Um die andere Welt vollständig abschließen zu können. Und aber hier ist ja richtig mit Backtracking. Bisschen übertrieben, kann man schon fast sagen.
Wobei, außer man wollte natürlich recht gut, wenn man da eh im Zuschluss hinkommt, dann macht man den ganzen Rest quasi, ja, die Sachen, die man da eh oben haben muss. Aber ja, manche Sachen bedingen sich auch, wie man festgestellt hat. Kanarikader ist halt erst oben, wenn man sich hier geschlagen hat in der Klockergruppe, die man gerade gesehen hat. Ja. Aber dann mal abgesehen davon ist es ein großartiges Spiel, aber ja gut. Eine Sache noch, die Mucke hier ist zwar auch geil, aber ich würde doch sagen, in Banjo-Kazooie ist sie einen Tacken besser. Zugegebenermaßen. Finde ich persönlich jetzt zumindest. Und ich glaube, ich finde, müsste nichts Falsches vorwerfen oder so. Ich glaube aber auch der Big Noisemaker, Ben Kirkhope, der hat, glaube ich, auch gesagt, dass er die Arbeit an Banjo-Kazooie mehr genossen hat als an Banjo-Tooie oder seine eigene Arbeit besser fand in Banjo-Kazooie als in Banjo-Tooie. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum man in Smash zum Beispiel aus Banjo-Tooie recht wenig hört. Ich glaube, da ist ja der Kampf gegen Herr Flicken unter anderem mit drin. Oder Fürst von Fuck Fuck, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Einer von den Bosskämpfen ist auf jeden Fall drin. Ich meine, Mr. Patch ist drin, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, also Herr Flicken. Aber bevor ich da jetzt, ich bin da unsicher gerade, deswegen vergessen wir das. Die meisten Remix-Versionen sind ja aus Banjo-Kazooie, kann man ja einfach so sagen. Und die klingen auch richtig geil, ganz ehrlich. Und während hier, der ist ja gleich vorbei schon davon, oder? Wir sind doch hier schon den Steinhahn-Gipfeln und hier schon Wolkenwunderland. Die Nintendo Product Testing, ja. Die Jünger des Puzzle-Lo. Alles klar. Da steht schon manchmal ein bisschen Quatsch bei. Das war schon, oder? Aber noch nicht ganz. Danke an von Juwel-Mitarbeiter. Simon Schlackhaufen Farmer. Evelyn Blinkies Fischer und Eileen Helga Hochberg. War's das schon? Ah ne, da kommen noch ein paar Special Thanks anscheinend. Mr. Pants, wer ist Mr. Pants? Ach, der aus dem Fernsehen von Bobby. It's Mr. Pants. Ja, Leute. Auf jeden Fall ein großartiges Spiel. Ich finde es auf jeden Fall besser hier in dem Spiel, dass es deutlich umfangreicher ist. Das muss man sich mal vorstellen. Banjo-Kazooie war schon geil und auch recht groß, verglichen mit dem Vorreiter Mario 64, würde ich jetzt behaupten, ne? Ob jetzt dann nur, sag ich jetzt mal, 9 oder 10 Welten gab, mit der Oberwelt und in Mario 64 15. Aber dafür waren die Welten halt in Mario 64 schon kleiner, würde ich behaupten. Wesentlich kleiner. Obwohl, kann man nicht so sagen direkt, aber ist auch egal. Aber dass man dann auf der gleichen Konsole, wenn auch so relativ gegen Ende der Lebenszeit, wobei es war 2000 oder 2001 in Europa, das Release-Datum, dann noch so ein Spiel raushaut, ne? Für die gleiche Plattform und dann so deutlich umfangreicher als den ersten Teil, ist schon großartig. Also heutzutage sieht man so einen Sprung, sag ich jetzt mal, höchstens dann von einer Konsole auf die nächste Generation der Konsolen und der entsprechenden Konsole. Ist meine Meinung, ganz ehrlich. Also da haben sie echt ordentlich rausgehauen. Ordentlich sich was einfallen lassen, auch an Charakteren und so weiter und so fort. Einfach geil. Aber Banjo-Tooie, wie man es gerade auch an der Frage nochmal gesehen, funktioniert nicht richtig ohne Banjo-Kazooie, ne? Weil die eine Frage, wenn man Banjo-Kazooie nicht gespielt hat, hat man ein bisschen die Arschkarte gezogen, wenn man das nicht weiß. Na gut, man weiß, die Puppe ist vielleicht gemeint. Wenn man weiß, was mit dem Preis gemeint ist zumindest. Ja genau, man weiß nicht, was der Preis war. Die sagt nicht die Puppe oder so, ne? Die es in dem ersten Teil gab. Ich sag nur den einen der Preise, genau. Hier sind die Übersetzer, großartige Arbeit auf jeden Fall. Das Einzige, was mich heutzutage ein bisschen stört, aber kann man damals halt nicht. Damals ging es wahrscheinlich nicht anders, oder weil es auch eventuell kritische Entwickler an sich sind, ne? Scharfes S fehlt an sich in dem Spiel. Die Assistenz natürlich auch nicht zu vergessen. Jan Peitzmeier, der Name sagt mir aber noch was. Ich weiß gerade nicht aus welchem Spiel, wahrscheinlich aus Banjo-Kazooie sogar, kann das sein? Banjo-Tooie wurde entwickelt von Rare und veröffentlicht von Nintendo. Da wollen wir nochmal festhalten, natürlich. Und schließlich ein großes Lob an euch, die das alles ermöglicht haben. Danke dafür, Leute. Und vielen Dank für dieses großartige Spiel, muss ich einfach sagen. Macht einfach immer wieder Bock und ich kann jetzt schon mal, glaube ich, sagen, so an der Stelle, irgendwann wird es bestimmt noch ein Replay von diesem Spiel geben. Aber es geht noch weiter. Wir sind auch nicht am Ende angekommen, dieses Parts. Der Bio-Beamer, Bob. Steht doch nicht einfach da. Es ist noch Zeit. Rettet meinen Bruder und Jingerling. Kehrt die Lasereinstellung um? Geht die Lasereinstellung um, ja. Blow und Zack. Aber da ist keine Anleitung. Kein Problem. Ich drücke ein paar Knöpfe und siehe, was passiert. Kazooie drückt einfach drauf. Ey, sie ist kein Drache mehr.
Nein, ich. Vorgerendert, natürlich. Ah, das sollte helfen. Du gefiederter Vollidiot. Alles könnte jetzt passieren. Weltuntergang. Was wir da unten wohl jetzt treffen? Am besten Grunty und ich sei leider oben über euch. Das ist ja das Blöde. Schau, es funktioniert. Ha! Es ist eine Entschuldigung fällig. Blöd, Mann. Auf keinen Fall! Ich hab nur Glück gehabt. So, Jingerling und die Gingos sind gerettet. Danke, Leute. Als Zombie hat man kein schönes Dasein. Fehlt nur noch Bottles, ne? Als nächster ist Bottles dran, Kazooie. Er war ganz schön lange leblos. Schalte lieber auf volle Kraft. Erst wenn sich der Heini entschuldigt. Entschuldigung. Geht doch. Und das Bottles. Schön auf die Pfote zielen, ne? Statt auf den Körper. Macht ja auch so Sinn. Oh, auch getroffen. Sehr schön. Komm, Bottles, flieg rein in deinen Körper. Ist aber noch schön verkohlt, das ist geiler daran. Bottles lebt wieder, Leute. Als ob die Charakter hier sterben lassen. Oh nein, so spät schon. Frau B wartet mit dem Essen. Sie bringt mich um. Ja, Bottles, du warst ganze Zeit tot. War lecker oh nein, die haben Grill gerüstet. Gegrillt. Es ist mir egal, wie verbrannt es ist. Du isst das jetzt. Oh, ganz schön streng, die Alte. Ich kann nichts dafür. Die Hexe hat mich getötet. Und hat mich gerade erst wiederbelebt. Ja, sicher, mein Schatz. Hey. Oh, Kunjingaling und Klungo. Oh, das Klungo sieht aber echt aus, ne? Grundgütiger, wer seid ihr beide denn? Die kennt König Jingerling nicht? Gestatten? König Jingerling. Und dieser feine Bursche ist Klungo. Wir und Vogel haben Klungo aufklauen. Der böse Hexe befreit. Ich wurde vor dem ewigen Dasein als Untoter bewahrt. Also kommen wir vorbei vom Feiern. Jetzt schon? Klingt gut. Hervorragend. Ich werde ein paar Kekse backen. Aber wo ist Banjo? Er ist ein echter Held. Höfe Herren öft entkommen. Bär und Vogel hinterher. Sie kommen später. Aber wir feiern jetzt. Alter. Das muss das Ende sein. Es gab einen Abspann. Und allen geht es wieder gut. Was ist mit Grunty? Oh. Ich glaube, wir sollten mal schnell zum Turm hinauf. Aber wie sollen wir darauf kommen? Netter Versuch, Banjo. Aber ich glaube, die Öffnung da unter dem Laser führt wahrscheinlich rauf. Ich hoffte, du würdest sie übersehen. Jetzt ist sie wieder ein Drache, komischerweise. So, wir öffnen noch die Warp-Platte, Leute. Hey, hier ist Dingpot. Oh, hallo, Herr Banjo. Ich bin Dingpot. Sie erinnern sich? Eigentlich nicht. Ich habe Ihnen am Ende von Banjo-Kazooie geholfen. Genau, der alte Stinketopf. Schnüff, Sie sind so gemein, aber hüpfen Sie doch herein und holen Sie sich den Ding-Bonus. Müssen wir denn? Meine Fehler sind vom letzten Mal gerade wieder sauber. Können wir hier mehr leben? Ach, alles voll, oder? Einfach. Ja, genau, alles gefüllt, alles klar. Ganz praktisch.
Also jetzt nehmen wir uns jetzt noch die paar Sekunden, da auch nach oben zu kommen. Aber natürlich gehen wir nicht rein. Denn den finalen Kampf heben wir uns jetzt natürlich fürs nächste Mal auf. Ist ja wohl klar. So Leute, hier beenden wir den Part und nächstes Mal geht's dann auch direkt hier weiter. An der Stelle, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt. Und auf jeden Fall auch mal an der Stelle danke fürs Zusehen. Das hab ich fast vergessen jetzt. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal dabei, wenn es dann zum finalen Kampf kommt. Bis dahin, tschüss mit Ö. Euer Basukasen.